Advent. Es gibt eine Nacht der Rosen, da habe ich Blaubeeren in seiner Rose versteckt. Da dann habe ich es kaputt gemacht. Also, ich habe Tagebuch geschrieben. Jan taucht von Anfang an in diesem Buch auf. Und es gibt viele Dinge, die tatsächlich der Zuschauer so nicht gesehen hat, die wir miteinander hatten auch. Und mein Herz hat es mir einfach irgendwann gesagt. Punkt. Klar, nie. Aber wir hatten so ein unglaublich schönes Übernachtungsdate. Vorher hatte ich schon immer ein gutes Gefühl. Und als natürlich einige Jungs noch dabei waren, die noch gar kein Date mit ihr hatten und noch gar keinen Bezug, da dachte ich schon, okay, wäre schon komisch, wenn ich jetzt nach Hause fliegen müsste. Aber dann das Übernachtungsdate war nochmal, wir haben ja nicht eine Minute geschlafen, wir haben ja komplett durchgemacht, über alles gequatscht und wirklich alles abgeklappert, was man abklappern musste. Und da bin ich schon nach Hause und dachte, gut, das war schon perfekt. Und ja, war es anscheinend auch. Anscheinend. Also, wir essen beide gerne Blaubeeren. Entstanden auf dem Katamaran-Date, Boot, Schiff, wie auch immer. Und diese Blaubeeren ziehen sich durch die komplette Staffel tatsächlich. Also, es gibt eine Nacht der Rosen, da habe ich Blaubeeren in seiner Rose versteckt. Und das ist zum Beispiel etwas, was der Zuschauer nicht gesehen hat. Das ist ein Insider. Oder auch, oh, heute gibt es wieder Blaubeeren, als wir am Tisch standen und so. Und da hat sie mich immer kurz angeguckt. Also, waren so kleine Special Getränke hatten wir. Er mag Wodka-Soda gerne und ich auch. Also gab es natürlich dann auch mal ein Wodka-Soda vielleicht. So im Alltag auch. Einfach gewisse Dinge schon. Ich habe auch den einen oder anderen Sprachfehler, den hat er schon gecheckt. Damit disst er mich immer gerne mal, ne? Ja, das ist ja normal, aber... Ja. Wir haben beim Katamaran darüber gesprochen. Ich weiß gar nicht, ja, Oldschool R&B mögen wir beide und so spanische Musik. Und dann kam aber auch alter Deutschrap. Und da haben wir beide gesagt, okay, ich weiß nicht, wie wir darauf gekommen sind. Weil uns das geflasht hat, dass wir gegenseitig dieses Lied kennen. Weil das ist echt eigentlich nicht so bekannt. Also, vielleicht von, auch doch. Ja, es tut mir doch so leid, von F. Ross. Das ist schon relativ lange her. Und das wurde auch gecovert, jetzt wieder letztens mal neu rausgebracht und so. Und dann haben wir beide und dann haben wir das zusammen gesungen, auch bei unserem Date. Und dann bin ich nach Hause und dann habe ich angefangen in der Villa oder ich habe das vorher, glaube ich, schon mal gesungen unter der Dusche. Und dann hatten wir das da auch irgendwann so ein paar Jungs. Und dann hatten wir das mal, da bist du zu Besuch gekommen, glaube ich, nach dem Date, nach dem Paragliding. Ja. Da ist sie mit ins Haus gekommen und da wurde es auch gesungen. Und dann dachte ich so, Schweine, jetzt ist unser Lied weg, jetzt ist es so ein Gruppending. Und dann hat sie es auch einmal bei der Nacht der Rosen spielen lassen. Sie hat ja immer die Musik ausgesucht oder durfte sich Lieder wünschen. Da kam das und da war dann halt so ein Gruppending. Und dann dachte ich, ja gut, das ist unser Lied, ist weg. Ne? Und ja, aber das war schon schön.